Willkommen zu einem nicht neuen Essenstest-Video. Ich habe schon eine Schale alle. Ich habe jetzt nochmal das Würzfleisch, das normale, mit Schweinefleisch im Test, nicht das Geflügel, und mit Worcestershire-Soße. Jawohl. Die erste Schale war schon mal sehr lecker. Ordentlich Worcestershire-Soße drauf. So. Muss richtig suppen, muss richtig mit Soße ertränkt werden. So. Dürfte jetzt auch ein bisschen abgekühlt sein nach der ersten Schale. So. Schöner knuspriger Käse. Wenn wir es rauskriegen würde aus der Schale. Der Käse klebt nämlich da dran. Schönes, zartes Schweinefleisch. Das war damals im Test nicht so zart. Aber das kommt wahrscheinlich dadurch, wie lange das MTK im Supermarkt liegt. Das ist schöner, knuspriger Käse mit der Soße, mit der Worcestershire-Soße. Das schmeckt einfach nur mega geil. Pilze habe ich da vorhin auch gesehen bei der ersten Schale. Schmeckt einfach nur geil. Ich habe Würzfleisch noch nie selber gemacht, aber von Kalle Koch gibt es ein Video, wie man das macht, oder Ragoffin, wie es auf Französisch heißt. Das ist ja genau dasselbe, also plus mit Kalbfleisch und das ist jetzt hier einfach nur Schweinefleisch. Man sieht nochmal hier die Schweinefleischstücken. Ja, schönes, zartes Schweinefleisch. Einfach mega lecker. Danke fürs Zusehen.